jetzt dann suche ich nochmal. Es gibt noch Plätze auf der Bühne. Jetzt habe ich aufgenommen. Kann niemand. Da ist die Bühne. Nein, ich da. Da hast du die besten Plätze. Komm zu uns, Nikolaus. Jetzt hast du das Klicken die ganze Zeit drauf. Nikolaus, herzlich willkommen zu unserem nächsten Programm. Ich darf euch ankündigen, Poesie und Performance von Mareike Kirsch und Christian Auer. Ich möchte euch erinnern, eure Handys abzugeben. Und ich möchte euch auch sagen, nein, ich möchte euch bitten, dass eure Hunde nicht in die Bühne laufen. Also vielleicht könnt ihr sie festhalten oder sonst besser mit ihnen nach draußen gehen. Genau, aber bei der Performance macht auch die Lu mit. Lumali ist auch dabei. Und die Texte sind alle von Mareike Kirsch. Und es folgt nun Lichtgeschichten. Der Tod hat viele Gesichter, so viele wie er ihm geben. Er wird geboren mit dem Leben und ist eins mit ihm. Er ist der Segen der Sterblichkeit. Thank you.
Nein, das will er nicht.
Doch der Gedanke ist da. Nicht abschreckend, nicht beunruhigend. Der Gedanke tot ist da. Ist Freund. Er läuft mit und gibt die nötige Ruhe. Den Tod mit sich tragen im Moment größte Lebendigkeit. Er weiß, er schafft's. Denn er weiß, er ist ein Seiltänzer. Und der Pfad geht durch die Luft. Ein Pfad von niemandem betreten bisher. Keine Spuren, in die er seine Füße bettet, sondern Luft. Ein Hauch von nichts, wenn kein Wind bläst. Der Weg auf der Erde durch die Luft. Und Schritt für Schritt für Schritt und drehen manchmal und rückwärts manchmal und lachen manchmal und singen und sprechen und stürzen und der kleine Finger hält und der Hut fällt in die Tiefe. Und irgendwoher kommt eine Hand aus dem Himmel, ein fester Tritt aus der Erde und da ist er wieder. Körper aufgerichtet, die Füße auf den Seil. Aufatmen. Durchatmen. Und durch seine Augen strahlt die Sonne, lodert das Feuer und erhebt den Fuß für den nächsten Schritt. Und der Tod schaut zu ihm rüber, lächelt ihm zu, schüttelt mit dem Kopf und sagt: Noch nicht. Und der Seiltänzer spürt sein Herz schlagen. Spürt die Lebendigkeit in jeder Zelle seines Körpers, lächelt aus der Tiefe seines Herzens zurück und sagt: Ah. Und geht pfeifend weiter durch die Luft über das Seil. Sonnenbad.
Abend, in der Wärme der Sonne. Eintauchen. Tief eintauchen. Den ganzen Körper umhüllen lassen. Von Sonne, von Wärme. Fühlen, wie sie die Haut berührt. Fühlen, wie die Haut sich geehrt und geschmeichelt fühlt, von ihr berührt zu werden, sich von ihr berühren zu lassen. Atmen Sie ein. Die Haut atmet die Sonne, die Wärme, bis ins hellste Zimmer des Körpers. Licht und Licht begegnen sich. Denn es ist schon vorbei.
Der Raum ist aufgehoben, in dem alles geschah. Die Zeit ist aufgehoben, in der alles geschah. Alle. Alles ist eins im Moment der Verbundenheit. Und nichts bleibt außer Frieden und Liebe. Ihr seid meine Kinder. Alles ist gut, wie es ist. Alles ist. Ihr seid meine geliebten Kinder auf eurem Weg, in eurem eigenen Entwurf. Ich beobachte euch mit liebendem Blick. Fange euch auf, trage euch, wie es ein Mutter tut. Gebe euch Schutz tief in mir drinnen, in meinem Bauch, wenn ihr ihn braucht. Viele von euch haben den Weg zu mir vergessen. Viele von euch haben mich vergessen. Haben vergessen, wer ich bin, wer ihr seid. Seid getrost. Ich habe keinen von euch vergessen. Kenne alle Teile von mir, die ihr seid. Große Freude bringt ihr mir. Mit all euren Versuchen, all euren Winden und Regen, all eurer Unbeholfenheit, eurem Vergessen, wer ihr wirklich seid. Wie kleine, zornige Kinder, die weinen und schreien, weil sie nach Hause, aber keinen Schritt mehr tun wollen. Verzweifelt, weil die Lage so ausweglos scheint. Denn so viel ist schon geschehen, so viele Leben schon gelebt und es geht dem Ende zu. Raum und Zeit löst sich auf, löst sich ab. Und ihr geht weiter, einen Schritt weiter nach Hause, in dem ihr jetzt schon seid. Doch das habt ihr vergessen, um euer Leben willen, um eurer Erfahrung willen. Ich schließe euch in meine Arme, halte euch warm in der schützenden Höhle meines Bauches. Ich bin die Mutter Erde. Hm.